Am heutigen ASUD-Kolloquium in Bern diskutieren viele hundert Teilnehmer über die Bedeutung von Smart Data für die Mobilität. Der Verkehr in der Schweiz stößt immer mehr an seine Kapazitätsgrenzen. Egal ob es Lkw-Stau auf der Autobahn, Stau auf den Zubringerstraßen in die Städte hinein oder übervolle Züge, der Kapazitätsausbau hält selten Schritt mit dem Bedarf. Smart Data versucht, diese Lücke zumindest teilweise zu schließen. Daher sind wir der Meinung, dass Smart Data eine Chance ist für die Mobilität der Schweiz und nutzbringend sein kann nach dem Motto Elektronik vor Beton, welches schon ein Schlagwort war der 90er Jahre bei der Bahn 2000. Vielleicht sollte man heute treffender sagen Smart Data vor Beton. Smart Data verstehen wir bei Siemens so, dass wir Daten, die ohnehin schon vorhanden sind, sei es aus transportierten Gütern, RFID-Chips an Containern oder Zugsdaten aus den Lokomotiven heraus oder sogar Daten der Smartphones der Benutzer, der Reisenden, nehmen, diese intelligent verarbeiten und einen Mehrnutzen daraus stiften. Der Mehrnutzen soll darin bestehen, dass Kapazität geschaffen wird, dass Züge zuverlässiger fahren können, dass Autos zuverlässiger fahren können, dass Reisezeiten vorhergesagt werden können und exakt eingehalten werden können oder dass der Passagier einen besseren Zugang zum System bekommt. Bei Siemens arbeiten junge Datenanalysten dazu gemeinsam mit erfahrenen Ingenieuren daran, aus diesen Daten sinnvolle Erkenntnisse zu nutzen und so die Mobilität bezahlbar, sicher, zuverlässig und hochkapazitiv zu gestalten. Das alles für eine nachhaltige Mobilität in der Schweiz.